Die Insel Neuguinea, nördlich von Australien, ist mehr als doppelt so groß wie Deutschland. Mein alter Schulatlas kennzeichnet große Teile als Sumpfgebiet. Ich entdecke nichts als Dschungel und Flüsse, die sich ihren Weg durch das flache Land suchen. Der Wald scheint unbewohnt. Es gibt keine Straßen. Einziges Transportmittel ist hier ein kleines Charterflugzeug. Ich bin mit einigen Leuten unterwegs zu den letzten Waldmenschen vom Stamm der Kombai. Während ich noch überlege, wo man hier wohl notlanden könnte, taucht das eigentliche Expeditionsziel auf. Eine kleine Lichtung mit einem einzelnen Haus. Doch hier gibt es keine Landebahn. Was wir jetzt in 10 Minuten im Fluge zurücklegen, soll uns anschließend 4 Tage anstrengenden Marsch durch das malariaverseuchte Sumpfland kosten. Die einzige Flugpiste weit und breit ist in Janiruma. Holländische Missionare haben die kleine Station anlegen lassen, um den Wilden beizubringen, wie sie zu leben haben. Für die von Missionaren hier angesiedelten und inzwischen zumindest teilweise angezogenen Papuas ist jeder Besuch ein Ereignis, zumal die Missionare das Land inzwischen verlassen haben. Hier können wir auch Träger und Führer zu den Menschen anheuern, die noch im Walde leben. Mit ihrer Hilfe erreiche ich endlich das Haus auf der Lichtung. Kein gewöhnliches Haus, ein Baumhaus. Die Bewohner vom Stamm der Kombai beobachten genau, wer sich ihnen nähert. Es gibt immer wieder Auseinandersetzungen mit feindlichen Clans. Eine Lage Lehm verhindert, dass das Feuer das Holzhaus in Brand setzt. In so einem Haus wohnt eine Großfamilie. Männer und Frauen schlafen nach Geschlechtern getrennt, Möbel gibt es nicht. Die Männer sind unbekleidet, bis auf einen Penisschutz und Rotangringe um die Hüften, ohne die sie sich nackt fühlen würden. Der alte Ikalo ist der Primus inter pares. Er erklärt, warum die Kombai in Baumhäusern wohnen. Wir tun das, weil unsere Vorfahren es taten, wie auch deren Vorfahren. Vermutlich hat Angst vor Überfällen zu dieser Bauweise geführt, aber auch die frischere Luft in der Höhe. Die Eierschale des Kasuar-Vogels und einige Knochen erinnern an besonders gute Mahlzeiten. So ein Baumhaus ist gut zu verteidigen, denn der Steigbalken kann eingezogen werden. Wichtig ist, dass das Haus mindestens auf einem fest verwurzelten Baumstamm ruht, der einen geistigen Kontakt zum tieferen Erdreich herstellt. Ein Baumhaus hält 3 bis 5 Jahre, dann bauen die Kombai ein neues Haus. Sie tun das auch, wenn der Familienälteste im Hause gestorben ist, denn das ist nach ihrer Vorstellung auf bösen Zauber zurückzuführen, der auch das Haus verhext hat. Die Männer haben jede Menge Baumaterial vorbereitet. Der Stamm erscheint mir sehr dünn bei der ungeheuren Höhe des Baumes. Er soll das neue Haus tragen. Bei dem diffusen Gegenlicht habe ich Schwierigkeiten, den ersten Klettermaxer auszumachen, der ohne Hilfsmittel und Sicherung in luftiger Höhe herumturnt. Alles Material muss mit Lianenschnüren nach oben gezogen werden. Hausbau ist bei den Kombai ausschließlich Sache der Männer. Da sich befreundete Clans zu Besuch eingefunden haben, gibt es viele Helfer und Zuschauer. Hoch oben in der Krone, etwa 30 Meter über dem Boden, werden Stangen zu einer Plattform montiert, ohne Wasserwaage.
Während die Alten arbeiten, langweilen sich der junge Magroffo und dessen Freund Alero. Und der dritte im Bunde, der lange Elogu, möchte am liebsten einschlafen. Irgendwie ist es Magroffo zu dumm, nur zuzuschauen. Das pfiffige Kerlchen ist sich mit seinen Freunden schnell einig, das zu ändern. Mit der Steinaxt vom Vater ziehen sie in den Dschungel. Die Steinaxt ist das wichtigste Werkzeug der Kombai. Mit ihr werden federnde Stangen ebenso gefällt wie die dicksten Bäume. Da es im Sumpfland keine Steine gibt, müssen die wertvollen Klingen von weit her auf langen Handelswegen eingetauscht werden. Und da ist es passiert. Die Axt ist dem langen Elogu beim Hacken auseinandergeflogen. Das kann Ärger geben. Auch wenn dem Jungen der Schweiß im Gesicht steht, diese Arbeit macht er offenbar nicht zum ersten Mal. Das Material für ein Baumhaus findet man im Umkreis von wenigen hundert Metern von der Baustelle. Wenn Luftwurzeln und Lianen genügend aufgefasert werden, lassen sich die Stränge einfach losreißen. Da es hier weder Nägel noch Schrauben gibt, müssen Verbindungen mit den Mitteln des Waldes hergestellt werden. Zum Herrichten des Bindematerials genügen Daumennägel und Zähne als Werkzeug. Da ich bis jetzt geglaubt habe, die Jungen wollten sich beim Hausbau nützlich machen, bin ich einigermaßen überrascht, als sie mit ihrem Material in die entgegengesetzte Richtung losziehen wie der alte Mann. Ich entdecke sie in 4 bis 5 Metern Höhe wieder, wo sie mit dem Bau einer eigenen Hütte begonnen haben. Für mich ein Glücksfall, denn die Arbeit der Männer in schwindelnder Höhe ist so unerreichbar weit, dass ich dort kaum Einzelheiten erkennen kann. Ich habe den Eindruck, dass die Jungen genau wissen, wie man Stangen zwischen den lebenden Bäumen befestigt. Auch wenn die drei mit großem Ernst bei der Sache sind, zeigen sie immer wieder, dass sie noch Kinder sind.